So, hallo, servus. So, wir machen weiter mit Wukong. Folge Nummer 23. Wir sind in Kapitel 4 unterwegs. Immer noch. Und haben im letzten Part den Boss besiegt. Können uns eine geile Waffe jetzt herstellen, wenn wir diesen beschissenen Goldbaumkern hätten. Was ich nicht habe, leider. Ich weiß nicht, warum ich keine habe. Auf jeden Fall, letzte Mal, wo ich das hier im Stream gezockt habe, hatte ich eigentlich Goldbaumkern. Ich weiß nicht warum. Vielleicht droppen die auch nochmal so. Zufällig. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mal hier nochmal wegrennen. Ich weiß auch nicht, warum ich im letzten Part gestorben bin. Wir rennen auf jeden Fall mal zum nächsten Schrein und dann können wir mal vielleicht zum Hub zurückgehen. Meine Nase juckt. Dankeschön. Können wir einfach mal zum Hub zurückgehen. Vielleicht können wir ja was kaufen. Jawohl. Super. Der Superman ist zurück. Ich trinke gerade Tee. Kann ich euch nur empfehlen. Schwarzen Tee. Alter, du geile Schnecke. Achso, nee, nee, Spinne. Geile Spinne. Geile Spinne aus der Nachbarschaft. Die mich gerne... lecker, lecker, lecker. Das lieben wir. Lieben wir. Logia Dufterbe. Wir lieben es. Wir lieben es. Die Dufterbe. Okay. Tempel der gelben Blume. So, wir haben einen Schrein. Wir können ja gleich mal gucken hier in dem Laden, ob wir neue Sachen haben. Auf jeden Fall, wenn wir nachher in dem geheimen Gebiet sind, ne? Wenn wir nachher im geheimen Gebiet sind, da können wir auf jeden Fall was kaufen. So, wir gehen mal zurück zum Hub. Ich will mal sehen, ob wir vielleicht eventuell Goldbaumkern kaufen. Schade, dass ich jetzt einer fehlt mir. Das fuckt natürlich ab. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich diesen Goldbaumkern, dieses Material, ob wir die irgendwo farmen können. Eventuell. Ich schau mal ganz geschwind, ob die was haben. Wahrscheinlich hat der nichts. Wir können auch abernten. Ich finde diese Videoanimation nach einer Weile ziemlich störend. Ich möchte die gerne wegskippen. Na, jetzt bin ich zweimal hintereinander aus Versehen da dran gekommen. Okay, Laden. Goldbaumkern. Hast du was? Ne, der hat ja nur Medizin, ne? Es ist natürlich. Verpisst. Hau ab. Der labert immer noch. Ne, hat auch nichts, ne? Schade, schade. Schade, Marmelade. Gut, dann ernten wir mal hier schnell ab. So, dankeschön. So, wir gehen mal schnell zum Schmied. Ja, genau. Geh auf deine Position erstmal, bevor das hier weitergeht. So, sei die Jago-Kern. Schade, 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 schade. Ja, kann man leider nichts machen. Gut, dann ziehen wir weiter in der Story und werden wahrscheinlich schnellstmöglich noch einen Goldbaumkern bekommen. Hoffentlich. Weil das ist der Stab, den wir haben wollen, mit dem wir erstmal weiterspielen wollen. Ja. So, Bergfahrt. Geht's weiter. Ja, die Ladezeiten, die sind schon nicht ohne manchmal. Auch auf dem PC. Okay, dann Schauen wir mal. Jetzt kommen, glaube ich, auch neue Gegner und so, ne, oder? Hallo! Jawohl, Porträt aktualisiert, definitiv. Ah, die Porträts werde ich jetzt nicht nehmen. Macht einfach die Gegner alle platt. Außerdem haben wir ein Tagebuch. Da kann man sich dann nachschauen, wo was fehlt. Hallo. Ich bin hier. Boom. Weggebumst. Weggebumst. Der Gegner ist auch neu. Dann machen wir einfach einen aufgeladenen Schlag. 2 reicht. Ah, nehmen wir 3. Heut. Da sind aber ganz schön viele, ne? Muss ich mal sagen. Jawohl. So, was haben wir dann hier drin? Bienenbergstein. Wartest, ich brauche noch eine Mixtur. Weiß aber nicht mal, wo ich die her hatte. Ich muss mal schauen. Ah, genau. Und genau die Mixtur brauche ich. Die werden wir dann mal reinnehmen, weil wenn wir eine Gurte trinken, dann kann es sein, dass wir keine verbrauchen, ne? Und das wollte ich auf jeden Fall haben. Definitiv. Die Mixtur will ich auf jeden Fall. So. Und das haben wir auch eingetragen. Dankeschön. Welcome to Jungle. Welcome to Jungle. Welcome to Jungle. So. Alles viel zu leicht hier. Aber im Geheimgebiet kriegen wir auf die Fresse wahrscheinlich von den Bossen. So, das haben wir auch. Wunderbar. Haben wir noch was hier hinten? Nee, ne? Oder? Wir haben nichts mehr. Nee. Ja, das finde ich halt immer schade. Da will ich jetzt auch nicht so drauf eingehen, mit den scheinbaren Wänden. Man kann eigentlich, man hat irgendwie das Gefühl, man kann da irgendwie da hoch, ne? Und mal da mal gucken, ob da was ist, aber man kann eigentlich gar nicht dahin. Wie dem auch sei. Okay, ich nehme mal noch ein Schlückchen Tee. Wie, Dai. Du deist. Wo bist du? Ich sehe dich gar nicht. So, ach komm, komm on, Alter, komm on. Warte, ich geb, du kriegst einfach mein Ding. Den hier. Ja, langen Kopfpilz. Hast du davon? Ich glaube, ich muss hier meine 12 Monkeys rufen, ne? Oder ich hau den erstmal weg, den da. Und hab den Löwen ganz für mich. Oh, kann sogar ihn auch eine verpassen. Ja, ist ja gut. Habe ich's richtig bekommen? Tinensehnengürtel. Ratet. Und ein Porträt, dankeschön. Wahnsinn. Muss mal schauen. Was der nochmal macht. Erhöht nach dem Durchschauen des Gegners den Angriff kurzzeitig beträchtlich. Eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Durchschauen, ne? Durchschauen tun wir nochmal. Was war denn das denn? Durchschauen. Durchschauen, durchschauen. Was war nochmal durchschauen? Hab ich vergessen. Irgendwas war das. Mit einer Skilllinie, oder? Auf jeden Fall, gib mir mal bitte Goldbaumkern oder so. Das brauchen wir, bitte. Bitte, bitte. Gib den mir jetzt, bitte. Peace. Reiner Goldfaden. Nein, nicht das. Braucht den Goldbaumkern, bitte. Auch nicht den Geisteskern. Auch nicht den Geisteskern. Oh, hi. Hallo, ich bin hinterm Baum, mein Gott. Ich bin doch hinterm Baum. Wir heilen uns. Wir heilen uns. Also noch ist nichts passiert. Undivided. Der Löwe ist da, den nehmen wir gleich, gar kein Problem. Dieser wunderbare Löwe. Alter Vater. Kerl dran. Dann stirbt doch einfach. Bin vergiftet. Dankeschön. So, machen wir erstmal Gegengift. Ja? Und das war, glaube ich, das hier. Ne? Anti-Mass-Puder. Dankeschön. Okidoki. So, wir bekommen jetzt sowieso einen Schrein. Verpiss dich. Wieso machen die hier Gegner überhaupt? Verstehe ich nicht. So, wir gucken mal, dass wir die Mixtur jetzt hier reinmachen. Finde ich eigentlich ganz praktisch. dass ich vielleicht mal in einem Kampf mehr als 8 Heilungen habe. Und zwar... ich hätte auch noch mal gucken sollen, ob ich hier weiter meine Sachen abgeben kann. Habe ich jetzt nicht gemacht, mache ich im nächsten Part. So, was sollte ich dann... ja, dann nehme ich das hier mal raus. Und verleiht eine beträchtliche Chance. Keine Gurdenauffüllung. Das heißt, ich habe 8 Heilungen. Die demonstrieren das auch noch mal hier. Wir rasten erstmal. Das heißt, ich habe 8 Heilungen. Es kann sein, dass ich eine beträchtliche Chance habe. Ich weiß nicht, wie beträchtlich das ist, dass ich keine Aufladung brauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Nicht einmal. Nicht einmal. Also ich hatte schon gehabt, dass wir 4 Stück hatten. Und 4 Ladungen ist auf jeden Fall gut. So, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Okay, einmal hat es funktioniert. Ich will es das noch einmal machen. Das macht voll Spaß. Macht mir so viel Laune. Einmal hat es noch funktioniert. 1, 2, 3, aha, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, also 4 Mal. Und wenn du in einem Bossfight bist, in einem Try, wo du 4 Heilungen mehr hast, oh, 4 Heilungen mehr ist gut. Alles klar. Chelangdulu. Chelangdulu. So. Süßholz. Süßholz. Chelangdulu. Pussymaker. So, was haben wir denn hier? Ist das eine Meditation? Ja, ist es. Meditation geglückt. So. Wir können auch mal schauen. Tagebuch. Wir brauchen noch 2 Meditationen. Hm? Noch 2 Stück. Das sieht man ja hier. Ne? Ansonsten haben wir in den Kapitel davor alle Meditationen. Hallo. Oit, 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 oit. Oit, 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 oit. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, dieses Goldbaumkern, das fuckt mich ab grad. Definitiv. Geil. Gänseblümchen. Komm doch mal her, Alter. Du bist doch, komm doch jetzt mal runter. Wo läufst du denn hin? Habe ich alle weggeschnappt. Aber bist du ein Gegner? Ja, natürlich bist du ein Gegner. Von euch gibt es auf jeden Fall sehr viele. In deinen Arsch. In dein Arsch. In dein Popösche. In dein Popösche. Oh, noch einer. Hallo. In dein Popösche. Jawohl, dankeschön. So, wir machen alle Gegner, ne? Also, das ist Pflicht. Das ist Pflicht. Definitiv. Pflicht hoch 10. Ich nehme den rechten. Das ist mir gefährlicher. Halt's Maul. Ziemlich nice. Habe ich was vergessen? Möglicherweise. Möglicherweise auch nicht. Ist mir das egal? Ja, mir ist das egal. Bin ich ein Profi? Nein. Werde ich das Spiel mehrmals spielen? Ja, werde ich. Jawohl. So schön, ich mag so Levelabschnitte. Chelangdulu. Warte, ich komme gleich. Chelangdulu. First time in Wulong. Wir nehmen einfach unsere Affen. Kann ich schnell bitte? Jawohl. Und jetzt hier einmal den hier. Boom. Bumst die alle weg. Die machen das schon. Wir machen das schon. Wir machen das schon. Boom. Egal. 3 Fokuspunkte reicht aus. Aber auch nicht. Ja, wir sind ja so krass. Gib mir den Goldbaumkern. Alle, gib mir den Goldbaumkern. Verdammte Scheiße. Goldbaumkern. Goldbaumkern, ich will einen Goldbaumkern. So, haben wir alle, ja? Wunderbar. Das ist natürlich scheiße. So, wir trinken jetzt mal all unseren Saft, damit wir Mana bekommen. Ne? Das kennt ihr ja, habe ich ja gezeigt. So, und jetzt nehmen wir den Geist. Kommandantenkäfer. Jawohl. Und hier öffnen wir auch. Goldbaumkern. Keine Ahnung. Tafel der drei Reinen. Das ist eine Rarität. Okay. Der macht nochmal was. Das war ja Mana, ne? Wo ist er? Ah. Erhöht die kritische Trefferchance bei kritischen Leben. Ach so, okay. Gut. Das war der Red Tears Ring. Okay. Red Tears, Red Tears, Red Tears, der rote Tränensteinringe. Oder sowas in der Art. Also, wir müssen immer noch auf den Dings verzichten, ne? Goldbaumkern. Leider, leider, leider. Hallo. Ziemlich abgefistet, ne? Adios. Aber weißt du was? Ich hab eh einen Schrein. Dann kann ich auch hier meinen Mana nutzen, um meine Affen zu beschwören. Habt ihr gut gemacht, meine 12 Monkeys, so. Hm. Rasten, Dankeschön. Gut, gehen wir rein. Hallo. Okay, du hältst was aus. Wunderbar. Dankeschön. Haben wir geschickt eingefädelt, hä? Let's go. Weiter geht's. Ja, brauchst gar nicht gucken. Ich glaube, wir müssen erstmal rechts rum. Wir sammeln auch mal ein bisschen ein erstmal. Dankeschön, Jade-Modus. Jade-Lotus. Gehen erstmal hier rechts rum. Ich glaube, hier war der Dings, ne? Die Quest von dem alten Mann mit dem Gurdenauffüllung. Ich glaube, ich werde mal hier meine 12 Monkeys rufen. Die sind schon ziemlich heftig. Ne? So viele Gegner. Und wir werden alle hier erstmal triggern. Ja, auf jeden Fall. Und dann kommen die 12 Monkeys zum Einsatz. So, nehmen wir hier. Habe ich ein bisschen Zeit. So, und jetzt hauen wir die alle weg. Jetzt hauen wir die alle weg. So, die machen das schon. Alter, die haben eine Rarität. Und die haben sogar noch eine Rarität, oder was? Hoppen die eine Rarität, oder was? Zufällig? Kann sein. Sieht wohl so aus, ne? Das schaut wohl so aus. Alter Schwede. Und ein Geist haben wir auch. Wahnsinn. Oder was? Nee. Muss man gleich mal schauen. Wir haben gleich zwei Raritäten bekommen. Was für Scheiß. Oder nicht? Doch, ja, gleich zwei Stück. Erhöht die Rate der Machtwiederherstellung. Wir haben gleich zwei Stück bekommen. Also bei denen können wir das hier wohl farmen. Nice. So, da hinten war noch eine Meditation. Nehmen wir natürlich... Ach, du bist ja auch da. Hier gab es gerade ein Massaker, mein Lieber. Und du hast nichts mitbekommen, oder wie? Und du hast gar nichts mitbekommen. Ich glaube, ich bin vergiftet, ja. I am vergiftet. So, nehmen wir das. So, dann nehmen wir noch die Meditation jetzt. Das ist unser vorletzter nämlich. Und wir kriegen auch noch mal ein... Oh, wir haben schon 5, oder was? Da müssen wir mal gucken, dass wir die mal, mal verteilen. Ich habe ja auf... Also das hier ist ganz wichtig, finde ich, diese Gelassenheit. Weil das unterbricht unsere Combo nicht, wenn wir ausweichen. Dann können wir weitermachen, nämlich. Das war jetzt auf jeden Fall sehr praktisch. Und ansonsten, ich schaue gerade mal, ob ich eventuell... was haben wir denn hier? Moderat, Ausdauer, ja. Okay. Leicht, okay. Wenn die Ausdauer ist, kann trotzdem ein schwächer Final leichter Angriff ausgeführt werden. Okay, besser als gar nichts eigentlich, aber lassen wir mal. Was war das? Beim Aufladen verbrauchen. Achso, ja, das will ich nicht. Ja, Ich würde gerne... Ich weiß nicht, ob ich Wolkenschritt... Aufs Haar genau haben wir, ne? Die Verwandlung wäre eigentlich auch nicht schlecht. Jede Talentstufe. Aber wieso ist denn da von den Ascheschlaf? Na, der macht den Feuer, ne? Ja, das mache ich nicht, egal. Wenn, dann machen wir Wolkenschritt mal ein bisschen dann. Oder Lehmen. Was haben wir denn in Lehmen eigentlich? Er braucht eine moderate Zustimmung, um die Dauer der Lähmung stärker zu verlängern. Öffnen wir mal hier. Und ja, okay, passt. Dann haben wir das. Dann haben wir 5 Punkte mal vergeben. Dann schauen wir mal, wie lange wir hier... wie lange hier die... Lähmung, aber gut, mit dem, aber ich tue ja hier irgendwie dann das Ding weghauen, ne? Hallo, hallo. Dankeschön. Gibt's auch einen Geist? Ja, gibt's. Aber leider immer noch kein Goldbaumkern. Ziemlich... frustrierend. So. Das ist die Quest mit dem alten Mann. Und immer hier die Dinger kaputt machen. Weinwurm erwecken. Haben wir auch. So. Und hier geht die Quest dann, ne? Vom alten Mann. Immer so lange jetzt reden, bis er sich wiederholt. A broken mirror cannot be made whole again. Tell Master Pig, immortal one in her web. Immortal one in her web. Okay, tut er. Wir müssen diese eine Gurde auf Stufe 9 bringen. Ne, für seine Quest. Okay, also. Dann geht's weiter. Weiter, 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 weiter. Immer weiter. Immer weiter. Hallo. Ah, das meine ich. Ich bin ausgewichen, habe aber noch mein Combo noch zu Ende machen können danach. Ist auf jeden Fall nice. Genauso nice wie unser Jade-Lotus. Ja, ja, du mich auch. Du mich auch. Du kannst mich auch mal. Das war auf jeden Fall geiler Crit. Ja, und wenn ich schon mal hier bin, nehme ich auch noch hier dieses wunderbare Geistessenz. 540, weil wir brauchen jede Menge Kohle. Nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Das war Spaß. Hallo. Das ist so geil, dieses Leben. Ich liebe es. Und genau... das ist auch voll geil. Schön. Es macht so viel Spaß. Also. Wir sind ja ganz schön weit. Wir müssen jetzt nach links. Da ist nämlich Checkpoint und da können wir auch diese Quest mit den Zetteln abschließen. Vielleicht kriegen wir da einen Goldbaumkern. Ne? Vielleicht kriege ich da. Stay close. Take this. Take this! Darf ich auch mal aufstehen, oder was? Take this! Take this! Du Spasti! So, Samen. Hm. Oh, da ist ja wieder ein Tiger. Bei dem kann man, glaube ich, auch was farmen, hat der J-Man. Der J gesagt, Alter. Der J hat's gesagt. Ich hab's aber vergessen. Ich hab's einfach vergessen, Mann. Was auch immer das war. Was weiß ich. Wo soll ich das wissen? Ich hab den voll gefistet. Wunderbar. Eigentlich solltest du, Jay, diesen Platin-Guide machen. Was ganz, ja, sollte er machen. Also was jetzt ganz wichtig ist. Wir dürfen da nicht reingehen. Wichtig. Ich werde das sogar in die Timeline nehmen. So, also aufgeschrieben ist es. Also da nicht rein. Da ist der Kapitelboss. Wenn wir da reingehen, dann versauen wir uns die Sachen, zum Beispiel die Quest mit den Zetteln. Die tut dann fehlschlagen. Wenn wir mit dem alten Mann nicht gesprochen haben, ne, und so weiter, kann die auch fehlschlagen. Ich weiß nicht, was man noch verpassen kann, ne, im geheimen Gebiet. Ne, auf jeden Fall da nicht rein. Wir müssen erstmal alles andere machen in dem Kapitel und dann ganz zum Schluss, wenn wir alles haben, können wir da reingehen und uns auf die Fresse hauen lassen. So, und das hier, das Ende der Quest-Reihe mit den Zetteln. Also wenn man, glaube ich, soweit ich weiß, wenn man nicht sowieso alle Zettel eingesammelt hat, kann man hier nicht interagieren. Habe ich mal gelesen. Ob es so stimmt? Keine Ahnung. Okay. Höchster Aufseher. Der höchste Aufseher, der ist sowieso ein bisschen krass. Der fliegt nämlich ziemlich krass. Stop! Spare his life! Foul monkey! No matter how many times you reincarnate, you're still blind to the ways of this world. Now, in your folly, you've hindered the dealings of the court. But above that, you've given a girl who knows no limits of false hope. I shall transform her into a mighty golden pill and keep it safe for you. Think about her, won't you? Dankeschön. Danke für die Pastille. Kannst du mir auch einen Goldbaumkern geben? Das wäre natürlich viel geiler. So, wir haben eine Trophäe. Sagenhafter Sonderling. Sie wird nie mit der Außenwelt erkunden. So. Also, Trophäe auf dem PC habe ich das. Ne? Das heißt nicht, dass ihr das auch auf der PlayStation bekommt. Wie gesagt, hier gibt es doppelt so viele. Aber alles, was ich hier mache, wird euch auch zu dem Platin-Erfolg auf der Konsole dann bringen. Und wenn es mal irgendwann mal auf der Xbox auch mal rauskommt, dann auch dann da. So. Die geile Pastille. 9er Pastille erhöht unsere maximale Ausdauer. Maximale Ausdauer stark erhöht. Stark erhöht ist stark erhöht. Auf jeden Fall, nice. Haben wir auch. Hätte er mir doch mal so Leben geben sollen, oder? So richtig krassen Leben. Oder, hey, Goldbaumkern. Was soll die Scheiße jetzt mit dem Goldbaumkern? Ich brauche Goldbaumkern. Das ist ja echt zum Kotzen. Also hier ist auf jeden Fall noch eine Kiste da oben, die holen wir uns auch. Und dann geht es eigentlich zum geheimen Gebiet. Ne? Zeit haben wir noch. Wir haben noch Zeit. Da oben ist eine Kiste. Nach der Folge werde ich gleich mal Kollege Jay fragen, ob wir hier Goldbaumkerne farmen können. Wahrscheinlich nicht, ne? Die kannst du nicht haben. 7-fache Herzfeuerpastille. Hm. Ja, danke. Ich nehme mal stark an, dass wenn wir jetzt gleich in das geheime Gebiet reingehen, dass wir dort direkt was kaufen können. Also wie gesagt, nicht aus Versehen da reingehen. So. Das ist gut. Dann ziehen wir weiter, nämlich wir gehen wieder hier raus, gehen an diesen beiden Schmocks und an diesen wunderbaren Tiger mit seinem langen Hals laufen wir vorbei, weil wir den schon besiegt haben. Ne? Aber den haben wir noch nicht besiegt und deswegen müssen wir den jetzt noch machen. Alter Schwede, warum kommt ihr denn jetzt wieder hier? Habe ich euch nicht besiegt oder was? Dann stirbt er halt so. Kann's leider nicht ändern. Habt ihr mich wieder vergiftet oder was? Dieser Gift. Das ist ja Wahnsinn. So langsam hier. So, eine wunderbare Kiste. Eine beschissene wunderbare Kiste. Eine beschissene wunderbare Kiste. Ach, schade. Hätte ich gar nicht gebraucht, oder? Gegen den. Oder doch, hätte ich auf jeden Fall gebraucht. So, sammeln wir hier alles ein. Dankeschön. Geistessenz. Hyper. 43. Kopfpilz. So, ja, da geht's hoch. Da geht's zum geheimen Gebiet. Da müssen wir jemanden besiegen. Aber wir laufen jetzt geradeaus, weil da kriegen wir noch einen Geist. Und vielleicht einen Goldbaumkern. Also ich weiß nicht, warum ich keinen Goldbaumkern habe. Im Stream konnte ich mir die Waffe schon herstellen. Ich habe bestimmt irgendwas in die Kiste oder so nicht gelootet, hundertprozentig. Habe ich das nicht. Okay. Ostheim. Nee, du warst nicht da. Doch, bist da was. Komm schnell, die Affen. Die 12 Monkeys. Er hat gesessen, ne? Er hat gesessen. So, Affen. Alle Affen. Pilzsamen. Wahnsinn. Was wir hier alles einsammeln. Wahnsinn, ne? So, müssen wir nochmal alles aufschreiben. Dankeschön. Ihr seid aber jetzt keine Gegner, gell? Okay, hier haben wir den Geist. Nehmen wir mit. Pilzfrau. Oh ja, das wird mein Lieblingsgeist. Eine Pilzfrau. Eine Pilzfrau. So, ich wollte... war das hier nochmal? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Gut, werde ich in die Timeline nehmen. Wir haben auf jeden Fall hier nochmal was eingesammelt. Ich weiß nicht, ob das eine Mixtur war. So, und jetzt blasen wir in den Horn. Abendlicht der neuen Himmel. Das ist nochmal wieder ein Trank. So. So. Alles klar. Ich habe gerade an was gedacht und wurde auch noch abgelenkt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt den Boss... Ich hätte natürlich jetzt eben gerade... Ja, das ist jetzt ein... 3-Phasen-Boss, ich habe halt kein Mana, deswegen, wir gehen mal ganz schnell mal zurück. Ich meine, ich habe schon Mana, aber... Ich schau mal gerade. Vielleicht ist das so leichter. Ich hätte gerade als ich den Geist konsumiert habe, hätte ich nur mal meinen ganzen Mana trinken sollen, ne? Das habe ich halt nicht gemacht. Die sind natürlich auch doof. Aber ich nehme das jetzt aber raus. Das ist mir auch zu doof irgendwie. So, wir gehen mal hier braun. Ja, genau. Ach ja, wir nehmen mal... Ich muss auch nochmal gucken. Wir nehmen das jetzt hier raus. Ja, wir nehmen da was anderes. Was haben wir denn hier? Maximale Leben moderat. Oder nicht unterbrochen werden. Nicht unterbrochen werden ist eigentlich gut. Kann ich wenigstens heilen. Okay, auf geht's. Jetzt gehen wir ganz schnell wieder zu dieser einen Stelle. Ja, ist gut. Bitte lass mich einfach durch. Und versuchen das jetzt in 12 Minuten hinzubekommen, dass wir den nächsten Boss jetzt besiegen. Den kennen wir schon, den haben wir ja schon besiegt einmal, ne? Das ist der Typ, wo wir diesen Armschutz bekommen haben mit den 6 Händen. Er hat mittlerweile nur noch 2, weil wir ihn 6 abgetrennt haben. Er ist jetzt nochmal hier. Deswegen, er hat jetzt 2 Phasen und ich schaue, dass wir den jetzt mal beim ersten Mal hinbekommen. I stepped into the sack for nothing but your sake. I'd appreciate to thank you, but you gave me torn arms. Now in compensation. Ja, ist gut, komm zu Mama, komm zu Mama, jawohl. Warte mal, Fokus, Fokus. So, und jetzt hier meine 12 Monkeys. Mach doch mal hin, Alter, wie lange der braucht hier. Die Dinger zu rufen, das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Aber das war doch jetzt nicht die erste Phase, oder? Ich dachte, du hast 2. Ich habe gedacht, der hat viel mehr Leben. Der krasse Dao. You shall learn to best that corruption. Taste mine. Wir werden sehen. Fokus. Okay, halte dich hoch. Dann machen wir das halt nur mit drei Fokuspunkten. Fokus sage ich, Heilung. Oh, der war ja jetzt leicht. Find the needle on purple cloud mountain. So, jetzt kommen wir auch in das geheime Gebiet. Und wir sind noch hier im Rahmen der Zeit. Ah, Goldbaumkern. Geil. Geil. Das haben wir gebraucht. Jetzt können wir die Waffe auch noch craften, ne? Wir müssen, wenn wir den Kapitelboss besiegt haben, kommen wir nochmal hierher, ne? Zu dem Baum hier. Dürfen wir nicht vergessen. Oh, den gelben Long muss ich auch noch machen, gell? Fällt mir gerade ein. Verdammt, den machen wir mal dann als nächstes gleich. Wenn wir die Waffe gecraftet haben, gehen wir mal dahin. Also wir müssen auf jeden Fall hier zu den Statuen, hat mir der Jay gesagt. Der Mann, der Wukong mit entwickelt hat. Ja, da ist auf jeden Fall eine Kiste, nehmen wir jetzt noch mit. So, Pastille der Seelenrückkehr nehmen wir natürlich mit. In Medizin ist sehr nice. Gut, wir kommen auf jeden Fall hier hin und dann sehen wir mal, was hier ist. Aber dazu müssen wir den Kapitel-Boss besiegen. Und ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt alles in einen nächsten Part, ne, ob wir das alles reinbekommen. Geheime Gebiet plus Endboss, Kapitel-Boss. Werden wir sehen. Also wir gehen jetzt bis zum nächsten Schrein, tun unsere Waffe noch herstellen jetzt, ja, weil wir können jetzt die bessere Waffe herstellen. Oh, wir haben auch noch den gelben Long, ne? Das wird wahrscheinlich mit einem Part nichts. Noch ein Part und wir haben noch eine Trophäe bekommen dadurch, dass wir hier wohl das geheime Gebiet besucht haben. Sieht auf jeden Fall fantastisch aus hier, definitiv. Heute ist Tag der Trophäen. So, okay. Nice. Wir schauen mal. Purpur Wolkenberg. Ja, 5 Minuten haben wir noch Zeit. Bis zum nächsten Schrein. Ich glaube, jetzt kommt erstmal noch eine geile Witwe. Ja, die werden wir jetzt beglücken. Die weint schon. Ich komme ja schon. Ich bin der Witwenversteher. Komm, wo bist du denn? Wo ist meine Witwe? Ich liebe dich auch. Und die scheinbaren Wände liebe ich noch mehr. Wein doch nicht. Oh. Hallo, Schönheit. Warte, ich komme erst. Ich muss erstmal looten. Wein doch nicht. Egal, ich bin hier. Please forgive my impropriety. I am but a widow, here to mourn my late husband. Also, wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichten so ausgehen, auch mit der Witwe hier, dann, dann müsst ihr woanders schauen. Nicht bei mir. Bei mir werdet ihr das nicht sehen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie eine Witwe ist und ich wäre gerne eine Schlange. Venomous Yaoguo. Remember to carry. Young Master. Venomous Yaoguo. Remember to carry. Alles klar, wir kommen auf jeden Fall in der Heimat zu ihr. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Hey Jay, du hast mir nicht gesagt, was ich mit dieser Witwe machen kann, mit der Schlange. Du hast nur irgendwas mit Viagra oder so erzählt. Ich weiß auch nicht was. Du hast mir nichts gesagt. So, wir sammeln mal ein. Wunderbar. Wo ist jetzt mein Schrein? Da ist er. Ich kann es kaum erwarten, jetzt meine Waffe herzustellen. Bitte. So, dass er mir das nicht anzeigt, ne? Dass ich hier die Waffe herstellen kann. So, da ist sie. Ja, und stellt bei einem erfolgreichen Treffer mit einem aufgeladenen schweren Angriff für jeden Verbraucher eine kleine Mille her und ist auf den Gegner ein Giftfluch aktiv, wird die Wiederherstellung stark verbessert. Okay, wir nehmen das. Die ist auf jeden Fall viel besser als unseres gerade. Mhm. Wunderbar. Hat sich gelohnt. Und jetzt... noch wichtig, ne, schreibe ich auch noch mal alles hier ein. Ich schaut jetzt einfach mal hier in den Laden, der hat nämlich auch ein paar Sachen. Ne? Feiner Goldfaden nehmen wir mit. Davon haben wir 11 Stück. Ah, damit können wir Rüstung und so verbessern. Goldbaumkern können wir auch kaufen. Mhm, mal ein. Und ansonsten, ja, von denen habe ich eigentlich genug. Brauchen wir noch das hier. Medizin, ja, Schaden moderat nehme ich auch mal mit. Brauche ich nicht selber herstellen. Gift haben wir auch. Sehr gut. So. Das ist super. Wir reisen mal ganz schnell zum Dorfeingang und beenden dort den Part. Und nächste Folge machen wir dann im Hub erstmal, gucken erstmal durch, was wir upgraden können eventuell und dann werden wir sehen. Ich überlege mir, ob wir gleich als erstes gelbe Long machen oder im Geheimgebiet erstmal aufrollen. Okay, dann sage ich jetzt schon mal Danke und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bye, bye.